coole Sachen. Was kann das Ding jetzt? Jetzt habe ich quasi die erste Stufe des Quests beendet. Hier sieht man es. Also, das ist das Geschäft mit dem Damm. Das ist der Klimabeschützer. Hier habe ich einen Stern jetzt. Ein Stern. Es gibt drei Ausbaustufen immer von diesen Projekten. Ich habe überall Ausbaustufen. Das Hotel am Mondkrater ist ein Quest und hier ist der Art von Eden ist ein Quest. Firmentitel bin ich jetzt, denke ich, ja noch schwach, aber ich steige ziemlich schnell auf, offensichtlich. Oder zumindest habe ich so das Gefühl. Und als nächstes wollen sie befestigen, sie Arctic Custodian Sensorendrohne an ihrem Kommandoschiff. Wo ist das Ding? Von den Arctic Custodians. Okay. Wir fahren mal das Quest hier Objekt weiter. Befestigt. Gut, jetzt müssen wir der Drohne nachfahren. Was suchen wir? Folgen Sie dem Drohnensignal und sammeln Sie drei Roboterwracks ein. Volle Kraft voraus. Okay, das Ding piepst immer in die Richtung, wo ich hin muss. Welche Richtung muss ich hinter dem Berg? Container beladen. Okay, ich habe aus Versehen direkt auf eins drauf gedrückt. Verstanden. Ah, hier ist eins. Roger. Achso, nein, das war eine Mauszeige, wo ich hingedrückt habe. Verstanden. Das steht hier irgendwo in der Nähe, sein. Das stärker. Ja, hier. Fracht eingesammelt. Koordinaten bestätigt. Okay. So eine schöne Werft und sie setzt nur Staub an. Das ist eine Schande. Standort des Objekts gefunden. Im Gange. Okay, hier ist es. Letzter Stück. Es war unverantwortlich von Ihnen, ohne Rücksprache an unseren Klimastabilisatoren herumzubasteln. Aber die Situation hat sich verschlimmert und ich muss sagen, dass ich Mr. Jorgensen nicht zutraue, alles alleine zu bewältigen. Okay. Ich frage nur ungern, aber ich sitze in der Klemme, verstehst du? Halten Sie den Produktionsüberschuss von Mikrochips 10 Minuten lang. Also jetzt muss ich erstmal Mikrochips produzieren, soweit bin ich noch nicht. Okay, wir sind quasi jetzt zumindest mit dem Quest auf circa auf derselben Ausbaustufe, wie wir mit der Arktis selbst auch schon sind. Das ist schon mal gut. Okay. Und jetzt wollen sie, dass ich eben Minen irgendwie bla bla mache. Das habe ich aber hier nicht. Ich habe keine Bauplätze mehr. Was quasi bedeutet, ich muss hier ein neues Gebiet für mich beanspruchen. Mal sehen, ob das funktioniert und wie das funktioniert vor allem. Bestätigt. Wir werden jetzt mal hinfahren und probieren jetzt dieses Ding hier für uns zu beanspruchen. Bestätigt. Wie kann ich das machen? Ich brauche 137.000 Credits. Von mir aus. Kein Problem damit. Wir warten kurz. Ich mache gerade hier ein Plus. Zwar nicht mehr so viel wie vorher. Nicht mehr diese 7.000 irgendwas. Ich weiß auch gar nicht, warum ich weniger mache jetzt. Achso, warte mal kurz. Ich schicke jetzt die Biopolymere wieder weg. Die Routenübersicht. Die Biopolymere hier. Brechen wir ab, weil ich gar keine Biopolymere mehr brauche und dann kann ich mehr Geld machen. Im Gange. Okay. Mein Bauplatz sollte bald verfügbar sein. Und dann kann ich hier eine neue Insel einnehmen. Das sollte ich auf dem Hauptinsel in dem gemäßigten Gebiet sollte ich das auch machen, weil dort habe ich irgendwie keinen Platz mehr. Bin ich auch gespannt, ob das irgendwie gut zusammenhängt hier, diese Geschichte. Oder vielleicht kann ich die Produktion... Nein, hier kann ich ja Produktion nicht verlagern. Hier ist immer Produktion zusammen mit Menschen. Habe ich überhaupt keine Bauplätze mehr hier? Nee, ich habe hier... Produziere einmal Energie. Einmal Schwerindustrie. Wieder Energie. Aluminium. Wenn Energie könnte ich auch aus dem Wasser ziehen. Das wollte ich hier. Methanextraktor. Schau, wie cool ist Methanextraktor. Aus dem Meer quasi. Schon cool ist. Okay. Das Geld habe ich jetzt bald zusammen. Dann habe ich das erste Mal zwei Inseln irgendwo besiedelt. Dass ich das hier machen werde, hätte ich mir nicht gedacht. Aber okay, von mir aus. Ich hoffe, das ist nicht zu teuer. Was hat denn das Unterhalt kosten? Steht nicht. Sehr gut. Die Custodians haben Ihnen bereits die Zustimmung erteilt. Cool. Jetzt habe ich quasi den zweiten Hafen.
Sehr, sehr gut. Okay. Und jetzt produziere ich nicht weniger. Das ist... Es erzeugt Energie. Ja. Wunderbar. Okay, es gibt mir quasi so viel Energie, damit ich hier mal was machen kann. Generell was machen kann. Jetzt produzieren wir hier hinten mal das, was gefragt ist. Und zwar das hier. Kostet 13.000. Der Staub wieder mal. Vielleicht soll ich ein bisschen noch weiter ausbauen, wenn möglich. In der Zwischenzeit. Hier gefällt mir das gar nicht, wie ich gebaut habe teilweise. Also, dass ich jetzt zum Beispiel hier habe ich jetzt so einen Bauplatz, der sich nicht ausgeht. Ich verschiebe mal diese Leute. Rein theoretisch könnte ich die Straße einfach abreißen. Ja, ich werde die Straße von dort wegmachen. Wir brauchen eh nicht so viele. Die Straße lassen wir auch mal weg. Jetzt tun wir diese Straße da wegmachen. Warum sagt er das? Das ist so komisch gebaut, das hier. Naja, aber es ist, glaube ich, wurscht. Ich baue hier oben noch... Wo haben wir noch die Möglichkeit, dann... Energie... Arbeitskraftwartung, Energiewartung, Logistikwartung. Achtung, Mangel an Transportern beeinträchtigt Produktion. So. Jetzt habe ich ein Logistikzentrum gebaut, jetzt brauchen wir weniger Logistikmodule, jetzt brauchen wir weniger Fahrzeuge. Und jetzt machen wir hier noch genau die zwei Leute, die hier gefehlt haben. Ich muss mich vergessen. Wer hat was von Entbehrungen gesagt? Ja, die hier ist auch ja total schwachsinnig hier. Diese Straße da. Ich kann es nicht anders. Es hilft mir nicht. Ich müsste fast alles verschieben. Und auch in die Richtung alles verschieben. Damit ich was runterkriege. Nichts Großartiges. Vielleicht wird mal hier ein anderes Gebäude gebaut. Wir lassen das jetzt mal so, wie es ist. Und bauen noch ein paar Leute. Einfach nur, damit ich mehr Geld mache. Weil eh gerade das möglich ist halt. Okay, wie schauen wir aus? Ressourcentechnisch. Konservennahrung brauchen wir noch mehr. Besteht die Möglichkeit, hier noch ein Modul irgendwo hinzubauen? Bei dem? Nein. Ja, theoretisch. Ich meine, das Problem ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel das Ding jetzt verschiebe, dann sind die hier in der Kälte. Die brauchen das. Das ist ein bisschen komisch, was diese Dinge anbelangt. Gut. Jetzt haben wir hier wieder mehr Konservennahrung. Ist okay. Mehr als genug. Und wir haben noch das Problem mit den Substanzen. Wir produzieren etwas zu wenig Substanzen. Das kommt aus diesem Labor. Jetzt produzieren wir genug. Jetzt sind die wieder happy. Und ich kann jetzt da hinten tatsächlich weiterbauen. Und jetzt werde ich diese Geschichte hier anbauen, die sie wollen. Was ist das für eine Substanz? Die bauen da irgendeine Substanz ab. Oder irgendein Mineral. Außerdem wurde es bestimmt, dass es billiger ist. Es kostet nur 13.500. Was benötigt das? Ach, nur ein Küstenbauplatz. Und ich mache das für extra... Ich habe jetzt 6.000 Ding gebaut. Ich dachte, ich brauche einen Bergbauplatz. Okay. Also wurscht, brauche ich vielleicht später. Dann nützen wir das hier, weil das ist gleich da. Deuterium, eines der wichtigsten Elemente bei der Gewinnung von Fusionsenergie. Aber fragen Sie nicht mich, wie das alles funktioniert. Dafür sind Ihre Wissenschaftler da. Okay. Diese Transportzentren brauche ich immer so... bisschen verteilt. Okay, jetzt habe ich dieses Ding gebaut und jetzt wollen sie, erstellen sie eine Transferroute für Deuterium nach Mare Lictum. Produzieren sie Helium 3. Okay, das heißt, ich muss jetzt auch eine Transferroute auf den Mond für dieses Ding hier erstellen. Bevor wir aber diesen Platz hier verlassen, werden wir noch diese Leute etwas upgraden. Nein, brauchen wir eine Flotte hier. Okay.
draußen ist es kalt, oder? Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Jetzt brauchen wir noch mehr Neuroimplantate, weil die Leute hier abgegradet wurden. Neuroimplantate werden hier produziert. Das ist das einzige Gebiet, wo ich Neuroimplantate... Hier produziere ich noch Neuroimplantate. Na toll. Die Kälte? Wir werden die jetzt umsiedeln. Um hier Neuroimplantate bauen zu können. Wenn ich denn Geld habe. 30.000. Teuer. Alles sehr, sehr teuer hier. Ich glaube, ich werde auch die zwei dann umsiedeln. Siedeln wir sie gleich mal um. Hier so. Ja, ich muss jetzt echt effizienter planen hier. Das Problem war nur, dass ich nicht wusste, also wie ich das hier gespielt habe, dass ich mit Modulen arbeiten muss. Ich habe mir gedacht, okay, Modul ist immer sowas wie ein Upgrade. Gemeinschaft ist nicht ganz erfüllt. Ja, also brauchen ein bisschen mehr Gemeinschaft. Das werden wir ihnen jetzt geben. Jetzt sind sie wieder happy, was Gemeinschaft betrifft. Und zahlen dann noch mehr. Das ist das Wichtige. Soll ich noch mehr bauen? Kostet das Geld? Kostet nur Metallschaum. Das heißt, ich kann ruhig ein bisschen mehr machen von dem hier. Die lassen wir so, wie es ist. Das ist, glaube ich, ganz gut gebaut. Ja, hier hinten könnte ich noch mehr für die Fischfabrik tun. Einen machen wir noch dazu. Da hinten noch einen. Da noch einen. Wir pflastern das ziemlich zu hier. Für mehr Geld. Die geben halt nicht so viel Geld ab wie... Willkommen in meinem Haus. Sonst was. Replikatoren bräuchte ich noch und Geheimhaltung. Produziere ich überhaupt Replikatoren? Quantencomputer. Und noch mehr Wissenschaftler. Ja, ich habe nicht mehr Wissenschaftler. Was ist denn das? Das ist nicht voll unnütz, dieses Ding. Das kann ich woanders auch bauen. Das produziert auch keine Wärme, gar nichts. Es ist ziemlich egal, wo ich das hinstelle. Auch das Logistikzentrum hier. Brauchen wir an dem Platz auch nicht. Aha, doch nicht. Je näher das Logistikzentrum ist, desto besser ist es. Dann gehen wir es da oben hin. Okay, ich kann nicht einfach auf einen Haufen die ganzen Logistikzentren bauen. Ich meine, ich kann schon, aber es ist nicht effizient. Ich will nämlich hier noch ein paar Häuser bauen. Deswegen haben wir das jetzt so gemacht. Wieder mal keinen Platz oder Platz verschwendet hier. Wir lassen das mal hier als Platz für das Ding da. Für die Module von dem. Danke. Und bauen hier noch ein paar Leute. Ich glaube, hier geht sich nämlich dann genau noch ein Modulplatz aus. Das ist gut. Und dann bauen wir noch mehr. Ich würde gerne, dass das... haben, dass das Ding so eins versetzt ist, so, damit ich hier durchbauen kann, um eben auch da wieder ein paar Leute zu machen. Hoppla. Ja, warte, wir kümmern uns gleich um euch. Ich muss noch schauen, wo ich das durchbauen kann. Okay, wir werden das hier um eins nach unten schieben und das auch um eins. Dann können wir die Straße hier entlang bauen und hier entlang bauen. Und dann eben noch mehr Leute. Wie schauen wir denn aus mit diesem Kerngaskraftwerk? Das Gaskraftwerk ist super gut. Das Space Shuttle dockt an. Eigentlich ist das hier sehr gut. Vielleicht so. Okay, ich muss die Straße hier etwas versetzen.
wie viel Bauplätze ist so ein Ding breit? Sehe ich nochmal nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, das ist so. Okay. Und dann können wir noch ein paar Leute da. In der Nähe vom Gaskraftwerk haben sie es warm. Okay. Offensichtlich hätte ich auch noch näher ran können. Ich hätte. Achso, es hat aber auch noch. Könnte man auch noch Module bauen. So, und die reißen wir hier ab. Machen wir das weg. Gut. Somit haben wir hier jetzt noch mehr Leute gebaut. Wie schauen wir aus von der Bilanz her? Natürlich nicht mehr so gut hier. Jetzt brauchen wir wieder mehr Fisch. Hier ist Platz für Fisch. Fisch ist jetzt wieder cool. Ich brauche noch zwei Fischereibetriebe. Wo ist Fischerei? Hier. Hm? Fischmodul. Gut, jetzt haben wir noch mehr Fisch. Jetzt brauchen wir etwas mehr Neuroimplantate. Die werden, glaube ich, hier erzeugt, oder? Ja. Jetzt finden die das nicht cool hier, dass nicht genügend Neuroimplantate sind. Wie kann ich das machen, dass ich hier noch einen Platz bekomme für ein Neuroimplantat? Ich könnte hier unten eins dazu bauen. Wenn ich diese Leute verschiebe. So, ihr müsst jetzt mal weg. Ihr werdet jetzt zwangs umgesiedelt. So, und dann kann ich hier hinten noch ein Modul bauen. Okay. Gut. Wie schauen wir aus? Alles viel besser. Obwohl ich jetzt zu viele Leute baue die ganze Zeit. Was ist mit dem? Dem ist kalt. Okay, da hinten scheint jetzt ein bisschen ein Produktionsproblem zu sein. Was ist denn das für ein Ding? Pharmalabor. Okay, das lassen wir dort. Okay, du bist jetzt umgesiedelt. Bis wir einen besseren Platz haben. Ich muss hier noch ein Labor oder was bauen. Ach ja, das Ding da. Das wäre cool. Wenn das hier, ich hätte, achso, irgendwann braucht das Module, aber heizen die Module? Die Module heizen nicht, oder? Nee, die Module heizen nicht. Okay, wie schauen wir jetzt aus? Alles cool, bis auf die Stimulantien. Die werden erzeugt aus diesen roten Algen. Nein, aus den Korallen, genau, nicht rote Algen, aus den Korallen. Wo ist das Labor für Stimulantien? Das ist das hier, oder? Ein Plasma ist das. Das hier war das. Das Pharma-Labor. Okay, ich habe hier ein neues Pharma-Labor. Das ist da hinten. Warte. Mal gucken, wie weit so ein großer... Ja, okay. Ich werde es nicht hier dran bauen, weil hier kann ich ja noch ein paar Leute machen. Gut. Es gibt jetzt wieder mehr Stimulantien für alle. Die brauchen sie. Und jetzt bin ich auch hier wieder im Plus. Ich habe nur ein Problem auf der Hauptinsel. Da wird jetzt ein bisschen zu wenig Vitamindrinks verteilt. Die werde ich jetzt noch ändern. Wie schauen wir auf den Mond aus? Ganz cool. Alles in Ordnung. Ja, und ich werde jetzt auch die Leute upgraden, was geht. Okay. Wir haben sie alle mal abgegradet. Könnte sein, dass sie jetzt wieder ein bisschen mehr brauchen. Ja, noch mehr Stimulantien. Es ist immer so, dass sobald es mehr gibt. Ursache? Fehlende Waren. So, wo sind die Tiefseekorallen? Das sind doch die hier, oder? Ja. Ich kann sie nur verbessern, indem ich hier das Agrarbiokessel. Den Agrarbiokessel baue. Jetzt habe ich keinen Platz mehr für noch mehr Korallenfarmen. Jetzt bin ich quasi da angelangt, wo es ein bisschen blöd ist. Weil ich alle Küstenbauplätze verbraucht habe. Das heißt, ich muss hier hinten was bauen. Ist aber okay. Gut. Jetzt bin ich wieder im Plus, glaube ich. Wunderbar. Könnte noch mehr Stimulantien vertragen. Auch kein Platz mehr für Module. Da nicht, aber das ist wieder ein Pharma-Labor.
Aha, also die Module zählen durchaus als Heizungseinheiten. Das heißt, später, wenn ich jetzt hier ein Modul dran baue, werde ich irgendwann nach oben hinbauen und dann haben die hier wieder Platz. Dann können die wieder gebaut werden. Okay. So, jetzt haben wir hier ein schönes Plus von 8300. 8400. Und jetzt werden wir noch wieder zurückgehen. Dann können wir auch schon die Handelsroute erstellen. Die Transferroute, um das Zeug, was wir jetzt hier produzieren, zum Mond zu bringen. Okay, was haben die noch? Fehlende Gemeinschaft. Das bauen wir noch schnell auf. Solange das noch hier geladen ist. So. Gemeinschaftszentrale für die Leute von hier oben. Jetzt sind natürlich alle viel, viel happier. Soll das wieder steigen. Und hier in dem Bereich haben wir auch noch ein bisschen. Das laden wir jetzt. Da produzieren wir jetzt noch diese Dinge, die uns fehlen. Und wir müssen noch was machen hier. Erstellen Sie eine Transferroute von da nach dort. Okay, neue Transferroute. Von hier nach Mare Lictum. Achso, Arktisregion. Und zwar brauchen wir das da. Ausgangssektor wählen. Das hier. Endsektor ist da hinten hin. Und wir verschiffen einfach, was wir haben. Die ersten Deuterium-Lieferungen sind gerade in den Mondorbit eingetreten. Wunderbar. Neue Transferroute aktiv. Ja, dies war schweineteuer. 1500 kostet die Transferroute. Das nagt ganz schön an meine Einnahmen. Okay, hier gibt es nämlich noch ein bisschen ein Problem. Und zwar brauchen die noch... Ach so, hier gibt es kein Problem. Sie brauchen nur mehr Neuroimplantate. Ah, okay, dann habe ich das missinterpretiert. Das ist nur eine Routengeschichte hier. Und zwar haben wir jetzt das hier. Hier hinten haben wir minus 2 und hier plus 5. Das heißt, ich muss jetzt bei der Routenübersicht schauen und sagen, Leute, schickt noch 2 rüber. Transferoptionen werden aktualisiert. Und jetzt sind alle happy. Und hier hinten haben wir auch die Route. Transferoptionen werden aktualisiert. Wunderbar, jetzt sind die auch alle happy. Achso, ich kann einzelne Dinge einfach anklicken und sagen, wie schauen wir aus? Hier haben wir zu viel. Von was haben wir jetzt eigentlich? Von hier. Hier könnten wir mehr hinliefern. Das tun wir jetzt zum Beispiel. Parameter werden erneuert. Weil die Routen kosten gleich viel. So gesehen ist es einfach gut, wenn ich dann die Sachen dahin schicke, wo ich sie brauche. Wie schauen wir denn aus? Monderträge brauchen wir hier noch. IntelliVir und die brauchen hier Quantencomputer. Die brauchen auch IntelliVir und Reparaturen. So, jetzt schauen wir mal kurz rauf auf den Mond. Was brauchen wir hier alles? Bauen Sie einen Fusionsreaktor. Produzieren Sie Helium auf dem Mond. Jetzt schauen wir uns das an mit dem Helium, was das kostet. Ich glaube, es war sehr teuer. Die Heliummine zu bauen war schon mal teuer. Generell ist das Upgraden hier der Leute auf dem Mond zwar auch was bringen, echt teuer. Und die brauchen schon durchaus sehr, sehr teure Sachen immer. So. Also, sie wollen, dass ich baue theoretisch ein bisschen mehr Reparaturwerkstätte, aber die kostet 35.000 Credits. Achtung. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ja, IntelliVir. Okay, jetzt brauchen wir das dann noch. Regulationshammer. Benötigt einen Bergbauplatz. Alles benötigt hier immer Bergbauplätze. Warte mal, ist das nicht das da? Nein. Das schaut aber genauso aus wie die Titanmine. Ach so, die schauen immer so aus. Okay. Jetzt machen wir das mal. Wir produzieren jetzt Helium. Angestellte sind der Strahlung ausgesetzt. Okay, die brauchen immer auch diesen Schutzgenerator. 50.000, ein Schutzgenerator. Machen wir einen kleinen. Helium 3, der Treibstoff der Zukunft. Bislang ist dieses Potenzial noch nicht angezapft worden. Das ist teuer. Aber das wird sich ändern. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Warum produziert ihr nur 94%? Und nicht 100.
Achso, ich habe jetzt minus Energie. Jetzt brauche ich mehr Energie. Wo war Energie? Kernabfall. Nein, ich brauche jetzt hier ein Eis. Die hier. Nein, warte mal, wo sind diese Solardinger? Energiemangel. Ja, wir produzieren gleich Energie. Okay. Das frisst meine ganzen Einnahmen hier auf. Schützt das die Dinger überhaupt? Die sind quasi von sich aus geschützt. Also ein Mond ist, der Mond ist echt nur eine Verlustgeschichte, ein Verlustgeschäft. Und zwar sowas von. Hauptsächlich produziere ich, also mache ich Geld in der gemäßigten Region. Produzieren Sie Fusionsenergiezellen in der Mondregion. Ich kann die tatsächlich schon produzieren, brauche aber 72.000. Jetzt bin ich total pleite. Also total pleite nicht, aber ich habe nur mehr 667. Was da kann ich leicht machen, die Logistikprobleme lösen, aber ich will nicht. Okay, also es lief echt gut oder läuft gut, aber eigentlich brauche ich wieder viel mehr Geld. Okay, das finden wir irgendwie uncool. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, ja, wir arbeiten dran. Drohnenregal. Also, wo habe ich das gemacht? So. Ich will, dass sich das ausgeht hier alles. Habe ich was weggebaut? Das wollte ich nicht wegbauen. Genau. So, ich möchte nämlich hier diese Straße versetzen. So, dann kann ich hier noch mehr Leute bauen. Noch mehr Quartiere für die Arbeiter. Arbeitet meine fleißigen Bienchen. So. Das ist wirklich fleißig. Kann man nicht sagen. So, der hier, der versetzt mal sein Modul da oben hin. Damit das noch was ausschaut hier. Nicht so quatschmäßig zubauen. Dann kann ich hier noch andere Module da anbauen. Was ist denn das da? Eine Roboterfabrik. Okay, brauchen wir auch. Roboter für alle. Wie groß ist denn die Roboterfabrik? Die würde hier genau reinpassen. So, jetzt gehst du mal da rauf. Und du da runter mit der Fabrik. Energieeffizienz sinkt ja ins Unermessliche. So, weg mit dir. Soll ich das da dran bauen? Ist das besser? Okay. Schaut mal nicht so schlecht aus. So. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Ja, ja, das ist wisch. Fahren wir ein paar Leute ab. Ist alles ineffizient, jetzt müssen wir uns das wieder anschauen. Irgendwas ist natürlich... Okay, Vitamindrinks. Wir brauchen mehr Vitamindrinks. Wo sind die Vitaminfabriken? Hier. Und da unten. Das ist jetzt immer schön markieren, finde ich cool. So, gibt's den Überschuss. Von 8. Ich glaube, ich brauche mehr. So, von 14 jetzt. Gut, was haben wir noch für... Wow, Früchte. Mehr Früchte. Gebt uns mehr Früchte. Ihr seid hier die Früchteproduktion. Sieht nicht mehr aus hier.
bin jetzt irgendwie an die Grenze angestoßen, an die Grenze des Machbaren. Machen wir hier ein Modul dran. Tada, immer noch zu wenig. Und der auch zu wenig. Okay, ich muss eine neue Produktionsanlage irgendwo hinstellen. Jetzt wird es aber knapp hier mit dem Platz. Was heißt knapp? Ich habe einfach zu wenig. Ich werde das jetzt... Ich brauche eine neue Insel. Wo ist mein Schiff? Im Gange. Wo haben wir eine neue Insel? Hier hin. So, wir nehmen uns diese Insel jetzt hier. Wie viel? 134.000. Dann nehmen wir uns noch nicht. Oh Gott. Okay, so, wir brauchen jetzt noch mehr Saftproduktion. Wo könnten wir noch mehr bauen? Hier hinten ist gut. Sorry, ich bin gerade ans Mikro angekommen. Okay. Plus 4. Dass ich das mal echt komplett so zupflastere, dass ich hier keinen Platz mehr habe, hätte ich mir nicht gedacht. Okay, wir haben jetzt wieder von allem recht gut. Die Arktis produziert zu wenig Neuronblattdate. Nein, ich brauche mehr Neuronblattdate. So ist das gemeint. Das heißt, die Transferroutenübersicht. Wir schicken noch mehr Neuronblattdate rüber. Transferoptionen werden aktualisiert. Sehr gut. Warum zeigen die mir nicht Defizite direkt auf der Karte an? Jetzt bin ich Stufe 14 geworden. Firmenaktien steigen. Firmenaktien steigen. Marinemacht freigeschaltet. Okay. Jetzt bin ich Stufe 15 geworden. Ich müsste nur noch auf dem Mond diese Dinge produzieren. Produzieren Sie Fusionsenergiezellen in der Mondregion? Ich glaube, das machen wir mal. Das ist cool. Was geht jetzt?